Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands. Muss mich nicht immer anschließen. Ich habe ins Spiel reingeklickt, tut mir leid. Achso, mal noch ganz kurz wieder rausklicken aus meinem Spiel, weil ich habe, wenn ich eins nicht ausstehen kann, ist das, wenn das Teamspeak-Fenster über der OBS-Aufnahme drauf ist. Das ist. Ach. Ach ja, jetzt muss ich erstmal die ganzen Gegner wieder kalt machen. Warte kurz, bevor du loslässt. Lass erstmal in Jacks Büro gehen. Obwohl, sind wir hier gerade schon? Nee, da kannst du extra hinreisen zu denen sein Büro. Okay, warte, dann lass erstmal hier die Dinger in Jacks Büro abgeben. Nee, ich meinte eher, ob wir dort sind bei der anderen Quest. Nee. Doch sicher, wir sind genau dort, wo die Quest eigentlich ist. Also machen wir die lieber. Sorry, ich war mir gerade nicht sicher. Bin mich gerade schon wieder dran gewöhnt. Ich bin mal jetzt gerade komplett. Ich meine, ich habe ja schon das Problem damit, dass ich mich nicht hincrouchen kann, um besser zu zielen. Ja, klar. Das ist CSGO, Alter. Also heute, wo die Borderlands-Folge jetzt hier, die kommt morgen jetzt, ja, wa? Ja, die kommt Montag. Also die kommt für euch, also die nehmen wir sozusagen für euch gestern Abend jetzt auf. Sonntag. Und ja, Sonntag. Und wenn ihr eben halt noch ein bisschen irgendwie was anderes geballertes haben wollt und so weiter, könnt ihr auch gerne den Podcast angucken. Ich habe extra ein paar Runden. Wow. Damn, son. Ein paar Runden CSGO aufgenommen. Drei Runden. Also ich habe fünf aufgenommen, davon werde ich drei nehmen und ja, werde dann schön noch einen Podcast hinten mit drin packen. Da könnt ihr mal zugucken, wie scheiße ich bin im Spielen. Aber trotzdem MG2 wurde. So. Oh, geht so langsam. Wollte mich gerade wieder daran gewöhnen, an das Ganze hier. Bin genoscoped. Da links ist noch einer bei dir. Hast du den gerade getötet? Nein. Okay. Auf jeden Fall, ich habe heute irgendwie so ein richtig schönes Aim-Glück. Oder Oh, ich ich verwende einfach den eingebauten Aimbot von dem Spiel. Unbekannter Nutzer registriert. Legitimation verweigert. Menno. Benutzt das Terminal, um die Tür zu öffnen. Schnell. Oh ja. Ich muss hören, was ich ihm zu sagen habe. Wo muss denn hin? Nur mal ganz Das Spiel kurz, ist unerforderlich. ich muss mal ganz kurz aus dem Spiel rausklicken. Gut, okay, ich dachte, ich habe Papa Bear Stream noch an, weil ich hatte den vorhin mal kurz angeklickt, bloß irgendwie funktioniert sein Stream heute nicht. Wer nutzt dieses Terminal? Geben Sie mir Ihren Autorisierungscode. Wer ist da? Nennen Sie Scheiß drauf. Also schieß. Nee, nee, hab's gepeitscht. Nein, ich. Nein, nicht scheißen! Scheiß auf das Terminal, dachte ich, steht da jetzt. Wo rennt denn der hin? Da rennt er nach hinten. Sie werden uns alle töten! Beschütze mich, während ich die Nachricht hochlade. Wenn ihr sie nur bekommt, sterben. Ist eh nur eine Tür, oder? Ne, sind zwei Türen. Okay, ich nehme unten. Okay, ich nehme oben. Wehe, du schießt auf meine Leute alle. What the fuck, der hat sich nach unten gebackt. Ach, Mondstein. Genau, erstmal schön einen Headshot geben. So, kannst du mal aufhören, meine Leute zu klauen? Bei mir sind keine mehr. Ja, ich weiß, die springen alle irgendwie nach unten. Ach, What the? Da steht einer direkt hinter dir, oder? Wo kommt denn der da hin? Ach so, ach da. Mal kurz. Wie gesagt, nicht aufhören zu schießen. Aber jetzt ist einer oben, ja, leck mich. Ah, leck mich, Alter. Was ist los? Brennst du schön, hä? Dumme Sau. Kennst du das, wenn dein Aimbot einfach gegen die Wand zielt, weil der Kopf dahinter ist? The fuck? Ich will ja nicht sagen, dass hinter dir noch immer ein Sanitäter steht, aber. Schon wieder? Noch immer. Nein, der ist gerade nach vorne gerannt. Und dann ist er wieder zurück nach hinten. Da liegt Geld im Boden. Und jetzt spielen wir. Wir warten aufs Christkind. Okay. Abschließen. Mach das mal. Verteidigen.
Jetzt wird mir es klar, wie nah ich dem Tod war. Mein Gott, ich überventiliere. Schnell, nimm mich in den Arm. Nein. Der Typ hat einen Gesichtsausdruck, weißt du, wenn der schreit, sieht er, der hat noch zwei andere. Und wollen wir die annehmen? Ja, natürlich. Hey, komm, ich warte nun schon ewig auf eine Antwort von Jake. Vielleicht muss ich ihm zeigen, dass ich es ernst meine. Oh, treib etwas Farbe auf und gib sie einer Claptrap-Einheit. Ich habe eine Idee. Okay. Nimm die Farbdose. Ja, welche Farbdose? Die Farbdose weiter entfernt. Questy gerade ausgebildet. Schönes Ding. In dem Spiel passt das Lied auch ganz gut. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Außer mein Auskit. Oh, dammit, wir müssen da rein schon wieder in die Sauberungsstube. Schon wieder? Wartungsstation findest du bestimmt, Farbe. Was ist eine Claptrap-Wartungsstation? Farbdose, sag's mit Lack. Prima! Nun gib die Farbe einem Claptrap und bitte ihn, meiner Bewunderung bildlichen Ausdruck zu verleihen. Als Hommage an den Mann, der mich hergebracht hat. Gelb ist seine Lieblingsfarbe und der erste Eindruck zählt. Wenn also alles gelb ist, wird er mich lieben. Oder für in seinem Büro? Scheint so. Da will man mal nicht. Warte mal, wer die beste Idee aller Zeiten hat. Ich werde Jacks persönlich. Ja, wir müssen in sein Büro. Zu meinem Kommunikationsterminal und stellt Jack ein paar Fragen. Jack, Sir, hast du vielleicht Zeit für ein paar Fragen? Ich versuche gerade die Welt zu retten, Gruselkopf. Aber ich werde sie unsterblich machen. Ja, okay. Das klingt cool. Oh, ja. Jack von diesem Kommunikationsterminal aus einfach so viele Fragen, wie du willst. Und ich lade die Antworten als Plugins in Jacks KI. Fragen stellen, okay. Viel Spaß. Jack, wieso bist du der Beste? Ja? Ja. Hast du eine Familie? Eine Frau? Kinder? Nächste Frage. Wie war deine Kindheit? Dad ist sehr früh gestorben. Mom hat mich zu ihrer Mom abgeschoben. Die meiste Zeit habe ich gecodet oder bin verprügelt worden. Ich hatte eine Katze, aber die hat Oma ertränkt, weil ich mein Bett nicht gemacht hatte. Das Übliche halt. Okay. Wie möchtest du gerne sterben? Keine Ahnung. Irgendwo, wo es warm ist, mit einer sexy Puppe dabei. Moment, ich denke, ich soll nicht sterben. Angeblich soll mich das doch, unsterblich machen. Digital unsterblich. Ihre Erinnerungen und ihre Persönlichkeit werden auf Festplatte gespeichert und nach ihrem Tod aktiviert. Digital? Das ist die Diät-Cola unter den Unsterblichkeiten. Das langweilt. Interview beendet. Also dann, ich kompiliere die Daten, pflege Jacks Antworten in eine KI ein und gebe ihr Gefühle. Ich verstecke mich so lange in der Zelle, weil ich Angst habe vor dem Typen. Robo-Jack, alle Menschen müssen sterben. Oh, geil, eine sexy Bösewicht-Version von mir. Das ist ziemlich cool, Nakamoto. Töten, töten, töten. Robo-Jack, Robo-Jack, sag, ich check dich in den Hintern. Genau so. Nein. Nein, super cool. Oh. Ich würde sagen. Ich sehe gut aus und du musst sterben. Okay. Der ist aber süß. Hat er gerade das. Hat er das gerade ernsthaft gesagt? Alter. What the fuck ist ich hab's so gelesen, man hat's nicht gehört. Ja, der hat eindeutig das gesagt. Boah, what the fuck. Hast du den kleinen Job erledigt und. Ein paar Korrekturen sind wohl nötig, aber der KI-Chat scheint mir keine schlechte Idee zu sein. Oh Mann, wenn ich einen Körper für Jack klonen könnte, dann könnte ich beides zusammenfügen und es wäre Jack, ich bin so schlau! Lass mal verpissen von da. Vielleicht kommt die Quest ja später nochmal. Oh, der sagt nichts mehr. Wer will bumsen?
Ich bin bei Jacks Büro, du lässt ja hoffenweise Zeit halt. Ich hab mit dem, ich hab mit dem, dem Bot noch angeguckt, den Typen zu Ende labern lassen. Von Jacks Büro. Wenn der Roboter das Gemälde fertig hat, läuft Jack jeden Tag daran vorbei. Zieh dir diese Trottel an! Verplemper dir digitales Dasein an einem Computer! Ha! Ich danke dem allmächtigen Roboterpolizisten, dass ich nicht auch so ein blöder Bürohengst bin. Der hier hat nichts zu tun. Er kann mein Meisterwerk erschaffen. Hey! Herr Claptrap! So ein Bleistiftschubser hat sich in Jack verguckt. Aus offensichtlichen Gründen. Du sollst was malen, was ihn beim Big Boss weiterbringt. Oh, ich wollte tanzen! What the fuck? Wer hätte gedacht, dass ich genauso gut male, wie ich tanze? Verdammt, was malt der Claptrap da? Sieht aus wie ein Skag, der es mit einem Getränkeautomaten treibt. Aber schöne Farbe. Hm, ich lasse das später entfernen. Och, er versteht das einfach nicht. Schicken wir ihm ein paar Blümchen. Pflück ein paar von denen, die ich in der ganzen Station gepflanzt habe. Okay, zurück. Erstmal hier abgeben, Alter. Ja, was hier abgeben? Den Teil, wo ich gefragt habe, ob Nishan... Keine Bange, ich bin cool. Da ist auch noch, Alter. Oh Gott. Eine Sidequest noch, da können wir wieder Hauptquesten. Ja! Also die jetzt. Ja! Ja! Eine Sidequest? Also das andere war die Hauptquest. Ja! Ja, ganz genau. In der Tat. Gluggeti, gluggeti, glu. Hau ruck und weg bist du. Muss beschleunigen, mehr Gas. Biogas. Jo, ganz genau. Nimm die drei, nimm die Blumen. Drei Stück. Ich schätze hier hinten irgendwo. Mensch, ich könnte auf die Minimap näher ran suchen. Sanitäter! Au. Du schaffst das schon, Flo. Da ist noch ein Sanitäter, Alter. Ach ja, schaffe ich natürlich. Und mal mit einer Melee-Attacke dich aus dem Tod wiedergeholt. Macht Spaß. Damn, son. Nee, habt ihr nicht drauf. Ich hab die Blumen. Du sagst, ich hab die Blumen, der Enner kommt an, ich hab's versucht. Ah, willst du zurück? Komm ja schon. Also dieses mitten im Krieg. Ich hab die Blumen! Raus hier! Wunderbar! Das muss er einfach zur Kenntnis nehmen. Die kann er nicht übersehen. Endlich wird er mich bemerken. Brandschutzverstoß. Blumen versperren den Weg ins Büro. Blumen müssen aus Brandschutzgründen verbrannt werden. Was? Abfackeln. Oh, Questwaffe. Darf ich auch eine? Was ist meine übrig? Oder? Zur Hölle verschandelt hier meine Station. Vortreten! Ich wollte mich gerade selbst töten. Aber ich habe keine Muni mehr. Ja, toll. Du nervst mit deiner komischen Kacke hier, Naki Lama. Hör auf damit oder ich stopf dich in einen Waffenwandler. Blöder Wichser. Hast du das gehört? Er hat meinen Namen fast richtig ausgesprochen. Das bedeutet, er liebt mich. Komm zurück! Wir haben es geschafft! Hat er nicht gerade gesagt, blöder Wichser? Den Namen hat auch nicht richtig aus. Nicht mal fast, Alter. Arthur! Ich kann mit ihm nicht reden. War schön, wenn es laggt. Dammit, da ist noch eine Sidequest. Du tust mir echt leid. Betritt die Müllpresse. Okay. Macht Spaß, oder? Ja, sobald ich schon sowas lese, hab ich. Wow. Da hat er noch einer überlebt. Oh, Mondstein.
Waffen. Boss-Kits. Irgendwelches Zeug, was man verkaufen kann. Was für Jocke sind wir da? Kommt denn der General her? The fuck? Sag dann nicht, wir haben hier jetzt endlich mal alle erledigt. Nee, der Typ hatte noch eine Scheibe. Ich hätte dich essen dürfen vor der Aufnahme. Puh. So viel Luft. Na cool. Geh in die Küche, leg da erstmal ein offenes Glas Nutella und einen Striezel. Ich habe den stündlichen Pressvorgang abgeschaltet. Solange keiner neuen Müll reinwirft, solltest du keine Probleme haben. Was soll man denn jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Erstmal die beiden Typen umnieten, die uns folgen. Hey, bist du gefallen? Mondstein! Ich hätte dich vielleicht warnen sollen. Mein Fehler. Nein, ich bin nicht gefallen. Warum? Ich fand das... Lol. Du auch nicht? Nee, dazu, also ich stand auf den Knopf, das Tor ist so zur Seite gegangen, dass ich genau noch so auf der Kante stand und nicht runtergefallen bin. Bist du runtergefallen? Nee. Mann, ich hab nur Mondstein gesehen, weil ich einen Typen umgenietet hab. Wir müssen runter. Oh. Yay. Yeah. Ach. Der Müll ist bei mir gerade erst gespawnt, Alter. What the fuck? Erstmal nachladen. Das Ding loot? Scheint mir so. Das ist eine Treasure-Dame. Erstmal kurz. Hier aus der Müllpresse. Oh, hier war ein Lift unterm Dreck. Er baut denn den Lift in der Müllpresse ein? Naja, jemand muss ja auch öfters mal die Müllpresse kontrollieren. Jack hätte bestimmt nichts dagegen, wenn du dir ein bisschen Ausrüstung schnappst. Du hast es dir verdient und er mag uns beide wirklich. Also. Ja. Ein bisschen gelb, Alter. Ist ja furchtbar. Da. Oha! Der ist aber scheiße. Bringt dir da was? So mit der Raketenwerfer? Ne, ich hab einen 1600er. Ich hab einen 1800er. Dann nehme ich ihn mit. Haben wir eine Sekunde gebraucht? Oder wieso war der Zähler auf 44, ja, obwohl wir bei 45 angefangen haben? Ist mir scheißegal, wir haben es geschafft. Oh, wunderbar. Das ist eine Munition. Ja. Kriegt mal Raketenwerfer-Muni einkaufen, Alter. Allgemein brauche ich mal Munition, meine, Gehen wir noch kurz einkaufen, oder? Ja, ich könnte noch ein bisschen Scharfschutzmunition gebrauchen. Mir rutscht gerade eine Brille runter. Guns in Space. Oh! Hier ist ein Raketenwerfer für 16.000, der besser ist als meiner. Schön für dich. Nee. Zu faul. Kein Geld. Oder eigentlich schon. Ah, nee, kein Geld. Kann ich mir nicht mal leisten. 1862. Verursacht extra Elementarschaden. Friert Gegner ein. Nö. Ach, meiner reicht aus für 1000. Für 1600. Oder? Ah, ich will grad. Willst du mich verarschen? Jetzt sind auf immer neue. Neue Waffen. Leute, the fuck? Was für eine Sniper Rifle? Ne Scheiß, 234. Lahm. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Ja, die ist lahm as fuck, Alter. Schön, dass ich gerade nicht bei der Wand gestanden bin. Geht erstmal automatisch nach, wie wenn das was ganz Normales wäre mit dem Raketenwerfen. Die Braut, die dich gerettet hat. Wer ist da? Ich bin's. Wer ist dich? Ja. Tut mir leid, dass ich dich fast umgebracht hätte. Sind wir noch Freunde? Nö. Sniper Rifle, Waffenschaden plus 23. Wirklich? Ich muss wieder in meinen Schrein.
Ein Klassenmod. Warte mal ganz kurz, was? Sniper-Rifle? Achso, die... Entscheidungen, Entscheidungen. Was dann? Gut! Den Kopf habe ich schon bereits freigeschaltet. Klassenmod. Was habe ich eigentlich für einen drin? Gesundheitsregeneration. Nee, will ich nicht. Ich suche erstmal gerade an der Speicherstation, oder? Mann, das Ding. Na, wohin müssen wir denn jetzt eigentlich? In Richtung der Quest, das ist nur mehr die Hauptquest übrig. Ach toll, hier sind Menschen. Ist so, ja, ein bisschen, also bis jetzt leckst du nicht großartig. Kannst du mal bei 21? Fängt meistens ab 23 Minuten an. Oh, warte. Müssen wir nicht eh irgendwo hinreisen? Nee. Irgendwo ein Speicherstation? War nicht. Okay, willkommen in den Zugangstunnels. Ich musste sie vor einer Weile schließen, wegen so einer Virusinfektion. Hier sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht, einatmen. Oder nicht schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Da muss man aber für die Putzfrau da was holen. Ziemlich grausig. Oh ja. Weißt du, wie einfach das eigentlich ist, gegen Bots zu spielen? Wenn du in CSGO die ganze Zeit Wettkampf machst. Wirklich? Danke. Bitte. Da will man dir einmal 100 Erfahrungspunkte klauen und dann sowas. Ah. Wie du es auszahlst, so kriegst du es. Da hinten war übrigens noch einer. Wo ist der gerade hin? Ist der da reingehechtet? Ja. Geht doch. Okay, hier müsst ihr irgendwo. Das ist eine Konsole. Alter! Diese Tunnels hätten ein Hochgeschwindigkeits-Shuttle-System beherbergen sollen, aber der Bau wurde eingestellt. Trotzdem führen sie direkt zum Auge der Helios. Wird nicht ganz leicht, aber du schaffst das schon. Adern von Helios. Wunderbar. Dann reißen wir da jetzt noch durch, dann müsste da eine Speicherstation sein. Und dann... Ich bin in dem Wand. In der... In dem Wand. In dem Wand, Alter, voll in der Wand. Wunderbar. Hätte ich gesagt... Deine Mutter. Damit war's das mit diesem Part. Ach, dran da über uns alle. Dieser Sektor der Station wurde vor einigen Monaten mit irgendwas infiziert. Er wurde vom Rest der Helios abgeriegelt. Die Arbeiter sind womöglich ein wenig kannibalistisch geworden. Oh gut. Dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.